So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Equilinox. Ich habe in der letzten Folge schon ein paar neue Fische gezüchtet. Oder zumindest einen, den anderen habe ich so auf den Weg gebracht. Und dann bin ich mal rumgegangen und habe mal diverse Tiere, noch ein paar andere Farben spendiert, gekauft. So, aber jetzt schauen wir mal. Bei den Fischen. Ich wollte einen Angelfisch züchten. Den habe ich wohl auch bekommen. Irgendwo. Ah, hier so. So. Da gucken wir mal. Angelfisch. Du magst Flussbett tropisch. Und magst Tropical Seaweed und Steine. Okay. Das hätten wir. Steine sehe ich zwar hier nicht, aber sollen angeblich auch in der Nähe sein. So. Gut, hätten wir schon mal die Angelfische gezüchtet und die Salmonfische. Was immer das für Fische sind. Gut. Equilinox, wie sollen wir weitermachen? Royal Crammer entwickelt sich aus Salmon. Okay. Salmons habe ich. Jede Menge. Oh, der ist fast tot. Da gucken wir mal. Ja. Nein. Salmon. Ich brauche noch einen. Ein Salmon, der richtig fit ist. Oh Gott. Was ist denn mit euch los? Warum seid ihr so schwach alle? Alle schwach auf der Brust. Hier, ein kleiner. Ach Gott. Der sieht doch ganz okay aus. In Lila. Und in der Nähe muss ein Salmon in. Okay. Oh Gott, hoffentlich haben wir da genug Geld kaufen. Und ich brauche ein Salmon in Gold in der Nähe kaufen. Oh, ist das eine gelbe Ente? Oh, fein. Gag, gag. So, dann lassen wir mal hier ein bisschen schneller laufen. Da, da, da. Wartet mal, ich markiere mir erstmal die Salmons. Am einfachsten ist es natürlich, wenn wir an irgendeiner Ecke neu anfangen und wirklich nur zwei oder vier Salmons da hinsetzen. Zwei goldene und zwei, die auf Lila sich entwickeln. Und dementsprechend dort die Landschaft anpassen. So. Du bist schon mal in Gold. Jetzt. Salmon. Ups. Oh, der ist gestorben. Bist du lila? Das sieht fast so aus. So. Evolution starten. Und den folgen wir mal. Da, 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 da. Hoffentlich entwickelt er sich schnell genug. Na komm.
Ich weiß, hier sind irgendwo goldene Salmen und... Jawohl, jetzt sieht man ja mal langsam Fortschritt. Na komm, noch ein bisschen. Kleiner. Entwickel dich doch. Also Bäume haben sich echt noch nicht so weit entwickelt, dass ich jetzt sagen könnte, hier wächst irgendwie ein Regenwald oder so. So ein richtig schön großes Waldgebiet wäre nett. Der ist immer ein bisschen weit ab vom Schuss. Aber der hier, der goldene, der ist gut in der Nähe. Jetzt zumindest. Wir müssen ein bisschen weiter hier rüber schwimmen. Ja, günstiger. So. Was entwickeln wir hier? Ach ja, so ein Royal irgendwas. Kramon oder Garurumon. Nee, ich glaube Garurumon war ein Digimon. Da, 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 da. 1 Million Pünktchen haben wir. Oh, oh. Ich glaube, sein Leben macht nicht mehr lange mit. Alter, schon 10 Stunden, 11 Stunden. Oh, oh, oh. Also, ja, mal schon ein sehr alter Fisch. Kakak. Ich habe das Gefühl, die gelbe Ente hier unten, die will nicht wachsen. Die bleibt einfach eine kleine gelbe Ente. Komm, du bist in der Entwicklung fast durch jetzt. Gebt mir ein Zeichen. Gebt mir ein Zeichen. Ach, los jetzt. Schwimm ran. Da! Cancel! Oh, jetzt den kleinen erwischen. So. Setzen wir mal hier rein. Das war jetzt ein Royal irgendwas. Ein Royal Kramhaar. Der mag es tropisch. Flussbett. Mag er nicht so. Naja, gut, gucken wir mal. Oh, der mag es wirklich nicht hier. Wie sieht es hier hinten aus? Schon ein wenig besser. Moment, ich hatte doch hier hinten auch noch Tropen mal angelegt. Okay, hier findet er es mit 70%. 2 von 3 Spezies Mager hier. So. Angesiedelt. Als nächstes ein Neonfisch. Entwickelt sich aus einem Angelfisch. Redfisch, Angelfisch, Neonfisch. Okay. Angelfische hatten wir hier oben doch gehabt. Nein, hier nicht. Hier war's. Pike? Nein. Shrope? Hier. Red. Nee, Redfish. Angelfisch. So. Und du brauchst Neon Pink. Okay. Okay, Neon Pink. Dann färben wir dich mal. Neon Pink geht ja kaufen.
werden wir gleich mal noch einen einfärben. So teuer ist das ja nicht. Kaufen. Und wenn wir schon dabei sind, noch einer. So. Als nächstes wurde gefordert eine Koralle in Neonblau. Korallen in Neonblau. Oh Gott, die mögen es ja gar nicht so hier. Okay, was wollen denn Korallen? Mögen Shells. Okay, Shell, Shell, Shell. So. Koralle. Koralle, wo bist du? Koralle. Neonblau hieß es, oder? So, umfärben in Neonblau kaufen. Zack. Kaufen auch nochmal Neonblau. So, ich hoffe, die entwickeln sich. Ach komm, eine Koralle können wir noch. Ah, noch eine, so. Alle in Blau. Kaufen. Neonblau kaufen. So. Da lassen wir uns, lassen wir das mal ein bisschen entwickeln. Und dummerweise ist jetzt schon wieder Nacht. Mensch, das sehen wir doch nicht so viel. Schildkröten habe ich euch schon mal gefärbt. Ah, geht nicht. Aber hier können... Ups. Hier könnte ich so ein kleines mal umfärben. Ein Schaf. 1,8 Millionen. Oh, ist das teuer. Komm. So. Wenigstens eins. Wo ist eigentlich die... Eine separate... Oh, Hasen. Hasen. Euch gibt's auch in verschiedenen Farben. In... Weiß? Und dich werden wir in braun, beige, in pink. So. Pinke Hasen. Ach, hier sind Schafe. Komm. Ein Schaf wird noch gefärbt. Und das bekommt rot. Rote Schafe. Dunkellila. Oh ne, mach rot. So. Entwickelt euch. Ach, das sind ja schon weiße, braune. Ach, wir waren an dem Ufer. Ups, das war das Falsche. Hier wollte ich doch zu der Schafsherde. Hier gibt es auch nicht gerade viele Schafe zur Auswahl. Gut, dann haben wir schon ein Xyan, können wir uns nicht leisten. Beige, grau. Komm, dann nehmen wir mal ein braunes Schaf. Und dann werden wir noch ein paar Bäume färben. Habe ich schon fast wieder meine ganzen Evolutionspunkte, meine Gottpunkte ausgegeben. Ach komm, eine Palme umfärben, das geht bestimmt noch.
helles Grün. Oh Gott. Noch 7000 Punkte. Oha. Das war jetzt mal richtig teuer wieder. So, wie habt ihr euch entwickelt, meine lieben Neonfische? Angelfisch. Du kannst... Ach, Reptilien fehlen noch. Okay. Reptilien. Reptiles. Lizard müsste doch Dschungeltropiken. Okay. Er findet hier nicht so prickelnd. Okay, okay. Wir wollen mehr Tropik. Tropische Blume. Pam, pam. Pam, pam. Oh Gott, unsere Punkte sind alle. 24.000. Da können wir uns doch bald eine Eidechse leisten. Ah, ist noch nicht so optimal hier, aber ich denke, das wird schon. Werde groß und glücklich. Wie sieht das bei dir aus? Dschungeltropen. Favorit. Dschungel. Mag Wasserpflanzen, Gras, Blumen. Frisst Wasserpflanzen. Gefallene Früchte. Gefallene Früchte ist natürlich so ein Problem. Dschungel. Mag Pilze. Am liebsten im Dschungel. Komm, wir nehmen eine Schildkröte. So. Jetzt sollten wir das doch mehr oder weniger erfüllt haben. Ja. Jetzt fehlen uns nur wieder 28.000. Oh Gott, Pünktchen. 14.000 haben wir. Na, da, da. So. Jetzt aber. 28.000. Starten wir die Evolution. So. Und um dich besser zu sehen, markieren wir mal deine ganze Spezies. Da, da, da. Wir folgen dir. Landschaft mit aufs Bild, so. Das sieht doch wunderbar aus. Ich denke, eine Folge können wir dann noch machen. Und dann ist im Grunde nur weiter die Landschaft zu bevölkern, zu bepflanzen, sich entwickeln zu lassen. Düdel pam pam pam. Ja.
So, ich beende auch dann mal diese Folge hier. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.